Servus Leute, was ab? Und mit ganz neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's los mit den Hörspielen. Ihr habt dann sicher auch schon einen Trailer gesehen, aber ich erzähle einfach nochmal. Also, Tanz der Vampire, das Musical. Es ist echt geil. Also nichts versprochen werden. Dann habe ich hier Flucht ewig 1 bis 4. Also ist auch gut, genauso wie den Filme. Dann habe ich hier eine CD mit ein paar Lieder. Die Hit 97, also 97 beste Lieder und so weiter fort. Star Wars 1 bis 6, der 7. noch nicht. Die Herr der Ringe Trilogie 1 bis 3. Also warten. Okay. Also hier. Herrine. So, dann habe ich noch viele andere Sachen. Dann habe ich noch von einem Vorbild noch eine CD mit ein paar Lieder von ihm. Habe ich hier noch eine CD mit Lieder. Von 2016 die besten Lieder. Und jetzt habe ich hier noch Star Wars The Clone Wars. Spiel. Die beste Star Wars Serie der Welt. Dann habe ich das da von Circus da verliehen. Leider nur auf Englisch, aber egal. Habe ich mir trotzdem an und ja, ist auch nicht schlecht. Ich verstehe nur die Hälfte. Ich kann ein bisschen, aber sonst. Dann hier, Minitu 1, das ist sehr bekannt in den 16 Jahren. Also Minitu 1, aber das Hörspiel ist anders als der Film. Aber der Film ist besser als das Hörspiel, muss ich sagen. Dann habe ich hier die James Bond Lieder, von allen James Bond Filmen. Von allen. Ja, alle 24, ja, sind auch gut. Dann habe ich hier 4 Anhör-CDs von den Knitterbocker-Bande, weil die höre ich mir auch gerne an und lese ich auch noch gerne. So habe ich da das Gold des Grafen Krakul. Das sind genauso wie 5 Freunde, nur sind sie zu viert. Das ist ein Abenteuer. Dann das Kabinett des Mr. Ori Bulmus. Das sind so große Filme. Dann das Diamantengesicht. Oder wie Bats Bunny. Das ist auch so ähnlich. Und das Wesen aus der Teufel. Also das Beste war bis jetzt das. Und dann Dracul, das Kabinett und das Sicht. Also war echt gut. Ja. Dann habe ich eine CD mit Kirchenlieder. Weil ich liebe solche Lieder, die in Kirchen gesungen werden und so. Das sind 28 Lieder ungefähr und ja, also das gefällt mir echt gut. Ja, die Lieder von der Kirche sind einfach so gut gesungen, also das kann ich euch jeden empfehlen. Und zu guter Letzt, weil ich habe nicht so viele,
Nochmal Mio 1, aber dieses Mal eine andere Fassung. Dies anders und kürzer als die andere. Also, ich muss sagen, dieser Mio war nicht so meins. Er ist gut, aber ich hätte es mehr erwartet. Ich hätte jetzt mehr erwartet von diesen, aber egal. Kann vorher nicht wissen. Das war's leider schon, weil ja wie ihr es schon gehört habe, ihr gehört habt, habe ich leider nicht so viele Hörspiele. Aber wir sehen uns dann irgendwann wieder. Und dann geht's dann weiter mit den Horrorfilmen, die mir noch fehlen. Also wie immer, abonniert mich, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar unter dieses Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.